Moin und Wartmann Zeil vom Team Vince. Ja, heute nehmen wir euch mit auf eine ganz besondere Mission. Und zwar haben wir heute Morgen einen Anruf erhalten von der örtlichen Polizei. Dort ist nämlich unsere Nummer hinterlegt als Hundeführer gespannt. Und die Meldung lautete, dass heute Morgen ein Stück Wild angefahren wurde und wohl auf dem Weg zur Schule. Mama war mit ihren Kindern im Dunkeln unterwegs. Und es kam dort zu einem Wildunfall. Die Polizei hat das Stück Wild nicht gefunden, aber deutlich markiert, laut Aussage der Polizei. Aber wir haben auch die genaue Adresse. Es sollte also nicht allzu schwierig sein, die Stelle zu finden. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Oh ja, ich sehe schon, da vorne hängt rot-weißes Flatterband. Stimmt überein mit der angegebenen Adresse. Ja, und jetzt beginnt eigentlich schon das Wichtigste in meinen Augen, nämlich der Eigenschutz bei der Nachsuche. Es kommt immer wieder zu schweren Unfällen bei der Nachsuche, obwohl hier kein reger Verkehr herrscht gerade. Und sichern erstmal den Unfallort ab, weil was wir natürlich vor allen Dingen vermeiden wollen, ist, dass der Hund, ja, oder ich selbst hier zu Schaden kommen. Ja, das mag vielleicht übertrieben wirken, dass wir uns so absichern. Wir tragen also nicht nur eine leuchtende Jacke oder Weste, sondern auch ein blinkendes Licht und das Warndreieck, aber ja, Eigenschutz ist mir wichtiger und lieber übertreiben als einmal zu wenig tun, weil gleich beginnt hier auch auf dieser schmalen Straße die Rush-Hour, da werden nämlich die Kinder, die ersten, schon wieder von der Schule abgeholt und dann wird das hier zur Rennstrecke. Das sollte reichen, dass wir das Ganze hier deutlich kenntlich machen. Ja, bevor ich jetzt den Hund aus dem Auto hole, schaue ich erstmal, okay, der Punkt ist richtig und ich gucke selbst erstmal im Nahbereich, ob ich irgendwelche Spuren entdecken kann, sei es Trittziegel oder aber Teile des Wildes. Ansonsten holen wir doch schon den Hund dazu. Und hier haben wir auch das, was wir suchen. Ja, es handelt sich um ein Stück Rehwild. Ja, ist sogar Schweiß dran. Also definitiv der richtige Platz. Ja, also wir haben die ganz klare Bestätigung, es handelt sich hier um ein verletztes Stück Rehwild. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir können auf eine Sauenschutzhose verzichten, wir könnten auf eine Weste für den Hund verzichten, anleihen. Aber wir wissen natürlich nicht, was uns auf der Nachsuche gleich begegnet, ob es wirklich nur ein Reh ist oder ob wir vielleicht auch noch auf eine Rotte Sauen kommen, die der Hund vielleicht dann geschnallt stellt oder ähnliches, und dann haben wir natürlich ein Problem und deswegen schützen wir uns genauso, als wenn wir eine Sau nachsuchen wollten. Alle 2 Minuten circa passiert in Deutschland ein Wildunfall, deswegen ist das auch wichtig, dass im Prinzip jedes Revier darauf vorbereitet ist, in meinen Augen, weil nicht immer steht ein Nachsuchengespann direkt zur Verfügung und für einfache Nachsuchen reicht oftmals natürlich auch ein Firmahund, der natürlich genauso in Übung gehalten wird wie ein Schweißhund. Aber manchmal geht es nun mal nicht anders. Und dann muss auch diese Aufgabe von einem Vollgebrauchshund vielleicht mal erledigt werden. So, zum Schutz fehlt auch meine Brille. Sieht zwar albern aus, aber eine Augenverletzung möchte ich hier aussparen. Bleib. So ist es fein. So ist es fein. Such verwund. Such verwund. Ruhig. Ja, der Hund zeigt also auch schon starkes Interesse hier. Sucht natürlich nicht mit so tiefer Nase. Ja, fein. Fein. Was ist denn das? Fein. Ja, wir sind definitiv auf der richtigen Fährte. Wir haben also hier ja, eine Art kleines Wundbett. Und haben auch wieder Haar gefunden. So, gehen wir mal weiter und schauen mal. So ist es fein. So ist es prima. Fein. Jede Menge Haar. Fein. So ist fein. Such mal schön. Ja, der Hund zeigt deutlich an. Okay. Langsam. Langsam. Ja, fein. Langsam. Fein. So, wir bereiten uns darauf vor, notfalls auch zum Schuss kommen zu müssen. Fein.
Fein. Fein. Fein. Wo ist es denn? Fein. Fein. So ist es fein. Na, wo ist es denn? Ja, hier sind natürlich ganz viele frische Rehwildfährten auch. Und da hat es der Hund gar nicht so leicht. Fein! Ja, und wir haben Erfolg. Ja! Feini! Fein! Feini! Komm mal her, fein! Anna, nein, 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 da ist bestimmt noch mehr hier im Dickicht, aber da wollen wir nicht hin. Anna, komm her. Ja! Oh, was ist das fein, ne? Was ist das fein? Komm mal hier, komm mal hier, komm mal hier. Komm her, sitzen. Komm her, ja, fein. Na, das hast du fein gemacht. Ja, die übermäßige Freude am Erlegten, nicht am Erlegten, am Fohlenfaltenstück, ist natürlich riesig. Für mich, aber genauso für den Hund. Und das muss er auch wissen. Feine Maus. Ja, weil nur so, ja, hat er auch Bock, nächstes Mal wieder mitzukommen. Natürlich brauchen wir erstmal wieder Sicherheit hier. Ja, das ist natürlich so, wie man sich das vorstellt. Man kommt an das bereits verendete Stück und man muss nichts machen. Es handelt sich um eine Ricke. Gott sei Dank ist um diese Jahreszeit keine Nachsuche auf ein mögliches Kitz notwendig. Wir haben Januar und da sind die Kitze eigentlich so selbstständig, dass wir keine Angst haben müssen. Ja, schade drum, aber wir sind froh, dass wir es gefunden haben und vor allen Dingen auch, dass der Unfallverursacher nicht zu Schaden gekommen ist, oder die Unfallverursacherin. Vorbereitet waren wir eigentlich auf alle theoretischen Möglichkeiten. Es hätte ja auch Schwarzwild sein können, wussten wir vorher ja nicht. Oder wir hätten hier auf Schwarzwild vielleicht in einer Dickung stoßen können. Deswegen haben wir eine Sauenschutzhose an, wir haben ein großes Abfangmesser dabei, wir haben den Hund dementsprechend geschützt und vor allen Dingen haben wir auch den Unfallort dementsprechend abgesichert, sodass da niemand zu Schaden kommen kann. Ja, Anna ist ein Deutsch-Langhaar, also kein richtiger Schweißhund, sondern eher ein Vorstehhund. Aber wir arbeiten auch regelmäßig an Schweiß und wir wissen natürlich auch, es steht nicht zu jeder Zeit in jedem Revier ein Schweißhund zur Verfügung. Und deshalb bin ich der Meinung, dass auch unsere Gebrauchshunde zumindest bis zu einem gewissen Level ausgebildet werden müssen auf Schweiß und auch dementsprechend häufig geführt werden müssen, um in Übung zu bleiben und in Situationen, wo kein Schweißhund zur Verfügung steht, natürlich auch eingesetzt werden können. Natürlich kann das Stück nicht mehr verwertet werden als Lebensmittel, aber es gehört dem Jagdausübungsberechtigten, also hier dem Pächter, und da werden wir das Stück dann hinbringen und er wird dann die weitere Maßnahmen treffen, aber gegessen wird es definitiv nicht mehr. Falls euch der Beitrag gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch oder vielleicht gleich Abo des Kanals. Wir wissen, es gibt sicherlich viele Anregungen oder auch Kritikpunkte. Jeder arbeitet etwas anders. Wir sind zum Ziel gekommen und freuen uns natürlich auch über eure Kommentare. Waldmannsheil vom Team Vince.